Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Rake oder Racke Nadal R90 Front an. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Schwader. Das ist im Endeffekt ein Front-Schwader. Hier sieht man das Ganze auch nochmal. Nadal R90, 150 PS benötigte Leistung, 10,6 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Für 28.000 in der Anschaffung, 1.428 im Leasing. Ihr könnt die Hauptfarbe ändern, wie ihr das beliebig wollt. Und mehr Funktionalitäten, also Config-Blöcke, gibt es in dem Fall auch schon gar nicht. Ihr habt es gerade gesehen, der wackelt ab und zu ein bisschen rum. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. So sieht das Ganze hier erstmal in-game aus. In dem Fall jetzt hier in der standardgemäßen Grün-Variante. Wir haben überall solche Deagle-Aufkleber hier dementsprechend mit dabei. Inklusive Telefonnummer. Ich bin mir, also beziehungsweise ich kann es mir nicht wirklich erkennen, woher das Ganze kommt. Ich meine, mit der Telefonnummer 947 könnte man da vielleicht ein bisschen was anfangen. Aber ansonsten auch ein Unternehmen, was ich in dem Fall noch nie gehört habe. Aber ihr seht hier, Dreipunktaufnahme, also dementsprechend für die Front. Ansonsten überall diese Deagle-Aufkleber hier mit dabei. Hier nochmal das Ganze in Silber als Typenschild. Das sieht soweit aber auch toppy aus. Dann gibt es eigentlich nicht viel dazu zu erzählen. Also Texturqualität selber passt soweit. Ansonsten habe ich euch hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht, ich habe hier einen John Deere 6R genommen in der höchsten, das ist in der höchsten Ausführung prinzipiell hier genommen, 280 PS Leistung. Und ich habe hinten noch ein 1,8 Tonnen Gewicht dran gemacht, denn der Mod selber ist etwas zu schwer. Also wenn ich kein Gewicht dran mache, kippt er mir nach vorne. Ne, also da macht er den Hufen hinten hoch. Mit dem Gewicht geht's, ist aber trotzdem beim Fahren in den Kurven noch schwierig. Ich glaube einfach, auch laut User-Feedback, was es zu dem Mod bis dato gab, dass es ein Tick zu schwer ist. Also entweder die PS-Anzahl höher stellen oder das Gewicht des Mods etwas reduzieren. Ja, ansonsten das Übliche. Mit X klappen wir den ganzen Spaß auf. Das sieht dann dementsprechend auch hier so aus. Mit 10 Meter Arbeitsbreite und ist schon dementsprechend ganz gut. Mit V senken. Aber Leute, das war das Falsche. Mit V den ganzen Spaß senken. Mit B anschalten. Da seht ihr, die Schwarzwalzen in dem Fall hier sind auch mit animiert, logischerweise. Ja, und dann Gas geben. Ideal ist es natürlich, wenn ihr hinten im Heckbereich dann logischerweise einen Sammelladewagen oder irgendwas habt. Dass ihr das dann gleich aufnehmen könnt. Dafür ist die Kombi ja dementsprechend da. Dass es euch diesen, ich nenne es mal Arbeitsschritt, mit abnimmt. Ne? Vorne schön in schwarz, hinten aufsammeln. Klappt in dem Fall auch ohne Probleme. Wollt jetzt aber den Fokus hier auf den Schwader legen. Und ihr seht, klappt einwandfrei. Hat Partikelsystem mit dran. Läuft soweit. So, wieder ausschalten. Und dann läuft das Ganze. Klappt den ganzen Spaß mal wieder zusammen. Dass ihr so seht, was ich meine mit dem Gewicht noch dazu. Ne, hier seht ihr das. Das ist so eine Sache. Ich meine, man könnte jetzt noch ein größeres Heckgewicht hinten dran nehmen oder halt einen Ladewagen hinten mit dran. Dann verhält sich das Ganze bestimmt auch nochmal anders. Aber es ist ein bisschen instabil alleine. Ne, und ohne Gewicht präsentiere ich euch auch mal. Ne, ohne Gewicht würde das Ganze dann. Wenn es das Ganze. Nein. Machen wir das Ganze mal zu. Also, ich muss es ausklappen, um abzulegen. So, zack. Zack. Na, hier geht's jetzt, aber ihr seht, der slidet so nach vorne. Also, am Händler selber ist er mir leider abgehoben. Hier das Gegengewicht presst das schon so ein bisschen nach hinten, nur wenn es nur 1,8 Tonnen sind. Aber wie gesagt, am Gewicht eventuell nochmal was dran machen oder die PS-Anzahl korrigieren. Das ist der Lock. Ist sauber. Ja, und mehr gibt es dazu auch gar nichts zu erzählen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Peace.